Weil ich ja auch nichts lieber täte, als Kräuter zu sammeln. Ja, natürlich. Oh nein, Mutter, es ist überhaupt nicht langweilig. Ganz und gar nicht. Ich könnte es immer zutun. Nein, jetzt ist nicht der Augenblick für ein Nickerchen, du faules Ding. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, es ist genau der richtige Moment für ein Nickerchen. Nein, nein, kein bisschen langweilig. Seht doch, da ist er, der Pan-König. Entschuldigung bitte, Eure Hoheit, wenn ihr eine Minute erübrigen könntet. Er darf nicht aufhören, verstehst du? Alle müssen ununterbrochen spielen, und zwar bis der große Bolobo antwortet. Er versteckt sich in der Grotte der tausend Töne, und wenn sie Glück haben, antwortet er mit einem höchst eigenen Lied. Und wie lange dauert es für gewöhnlich, ehe er antwortet? Irgendetwas zwischen einer Stunde und zwei Monaten. Zwei Monate? Könnte auch länger dauern. Das vorauszusagen ist schier unmöglich. Vielleicht sollten wir versuchen, diesen sagenumwobenen Bolobo zu finden und ihn davon zu überzeugen, das Ganze etwas zu beschleunigen. Seid vorsichtig, der große Bolobo ist sehr schüchtern. Und wie sieht der flötende Bolobo nun eigentlich genau aus? Keine Ahnung. Pane dürfen hier nicht hoch, deshalb hat ihn keiner je gesehen. Oder sie oder es. Moment, was? Niemand hat ihn je gesehen? Und woher weiß man dann, dass es ihn gibt? Man hört sein Lied. Das ist alles. Interessante Theorie. Keine Spur vom flötenden Bolobo. Ja, er ist unsichtbar. Das wird es sein. Der blanke Wahnsinn. Es ist sinnlos. Solange dieses blöde Geflöte nicht aufhört, werde ich kein Auge zukriegen. Wach auf, du Trappeltier!